Zwischen den Missionen der Kampagne von Call of Duty Black Ops 6 kehrt ihr immer wieder in euren Unterschlupf zurück. Hier könnt ihr verschiedene Rätsel lösen, um ein Safe zu öffnen. In diesem Video zeigen wir euch die Lösungen aller Rätsel. Aber Vorsicht, manche Rätsellösungen sehen bei jedem Spieldurchlauf anders aus. Die Rätselei beginnt mit einem Piano. Dafür braucht ihr aber zuerst das Schwarzlicht. Das zeigt euch dann an, welche Klaviertasten ihr drücken müsst. Als nächstes geht es in den Kesselraum. Hier müsst ihr die Ventile drehen. Zweimal am Kessel, damit die Anzeige auf 0 steht. Dann einmal am Brennstoff, einmal an der Zündflamme und wieder zweimal am Kessel. Jetzt müsst ihr euch einem Tastenfeld widmen. Das Schwarzlicht zeigt euch, welche Zahlen ihr für den Code braucht. Die Kombination ist bei jedem anders, aber mit ein wenig Probieren kriegt ihr die Lösung schnell raus. Sobald eine Zahl grün angezeigt wird, ist sie an der richtigen Stelle. Gelb bedeutet, dass sie an eine andere Stelle muss und rote Zahlen kommen gar nicht vor. Nun geht's ans Hacken. Unten seht ihr, wie ihr den Code oben entschlüsseln könnt. Die Lösung ist immer Öffnen, Raum, Haft, Bunker. Jetzt braucht ihr nur noch einen Schlüssel. Den findet ihr im Keller, wenn ihr dort ein Schloss knackt. Mit dem Schlüssel kommt ihr zum Radio, das euch die Kombination für den Safe verrät. Anders als sonst bekommt ihr hier aber keine Zahlen gesagt, sondern eine Geschichte erzählt. Er plumpste auf die Couch, die Handtasche seiner Frau fehlte immer noch. Er sah den eingekreisten Geburtstag seines Bruders auf dem Kalender unter der Gedenkfahne. Die ist wieder komplett zufallsgeneriert, darum wird sie nicht mit unserem Video übereinstimmen. Achtet vor allem auf die Gegenstände, die genannt werden. Er plumpste auf die Couch, die Handtasche seiner Frau fehlte immer noch. Er sah den eingekreisten Geburtstag seines Bruders auf dem Kalender unter der Gedenkfahne. Und sucht im Raum danach, in dem das Radio steht. Das Schwarzlicht offenbart euch die Zahlen. Mit der Kombination könnt ihr den Safe im ersten Stock öffnen.